Hallo und herzlich willkommen bei Blankwit Movies. Heute gibt es das Review zum AKG Perception 120 USB, denn es ist heute bei mir eingetroffen und wenn ich jetzt eigentlich hier schon am Reden bin, könnte ich mir dieses Geschwafel über mein altes Headset eigentlich sparen und direkt mein AKG einschalten und euch dann mit neuer Soundqualität beschallen. So, nun hört ihr mich über das AKG Perception 120 USB und meine Stimme dürfte sich zum einen klarer und natürlich auch etwas anders anhören, was aber daran liegt, dass dieses Mikrofon die Stimme so gut wie gar nicht verfälscht und ihr jetzt quasi meine Originalstimme hört. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht und ich hoffe, ihr könnt euch mit der Zeit daran gewöhnen, dass ich mich jetzt halt ein wenig anders anhöre. Ich hoffe, die Qualität verbessert sich damit und ja, die Videos werden so noch ein wenig angenehmer und besser und ihr müsst nicht immer laut stellen oder sonstiges und ja, es soll sich auf jeden Fall somit besser anhören. Wir beginnen das Ganze jetzt einfach damit, dass ich mal vorsage oder euch erzähle, was denn alles im Lieferumfang enthalten ist, wenn ihr dieses gute Stück hier bestellt und es bei euch zu Hause ankommt. So, das AKG Perception kommt natürlich wie üblich bei etwas, was man bestellt, in einem Karton zu euch. Doch dieser Karton ist nicht üblich wie jeder andere, denn er hat innen drinne verschiedene Kammern, die sowieso aus Schaumstoff gefertigt sind und sehr dicke Außenwände haben. Und in diesen Kammern ist jedes einzelne Teil separat von den anderen getrennt verpackt und es kann somit keinerlei Kollision zwischen den Teilen stattfinden. Und ich denke, auch wenn euch der Karton mal runterfällt, dürfte den Teilen nichts passieren. Also es ist eine sehr gute und durchdachte Verpackungsmöglichkeit und man kann diese dann natürlich auch benutzen, wenn man das Mikrofon mal anderweitig benutzen möchte und halt mal irgendwohin mitnehmen möchte. Ja, was ist denn so alles im Lieferumfang enthalten? Natürlich das Mikrofon selbst und ja, es ist in einem sehr schönen Look, dunkel gehalten mit dunkelgrau bis hin zu schwarz, mit zwei blauen schönen LEDs vorne, die zwei beinhaltenden Schalter quasi ausleuchten. Vorne ist das AKG-Logo zu sehen, sowie das Schriftzug Perception 120 USB. Die Verarbeitung vom Mikrofon selbst ist spitze, so was habe ich noch nicht gesehen. Okay, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Mikrofonen, aber es ist, soweit ich das beurteilen kann, alles aus Metall gefertigt. Das heißt, es ist zwar etwas schwerer, aber man fühlt, wenn man das in der Hand hat, dass man einfach eine super Spitzenklasse-Qualität in der Hand hat und dass es einfach von der Verarbeitung her optimal ist und nicht einfach irgend so ein billiger Kunststoffschrott. Ja, natürlich zum Mikrofon, um das Ganze aufzustellen, wird ein Tischstativ mitgeliefert, so ein Tripod oder Dreibein genannt. Ja, damit könnt ihr das auf dem Tisch aufstellen und somit direkt loslegen und habt einen guten Platz oder einen guten Stand für das Mikrofon. Auch dieses Tischstativ besteht aus Metall größtenteils und hat unten natürlich gummierte Füße. Zum einen, damit das alles nicht wegrutscht, dass es einen sicheren Stand hat. Und ich denke mal auch, dass die Vibrationen vom Tisch oder sonstiges nicht auf das Mikrofon übertragen werden können. Zu diesem Tischstativ und zum Mikrofon gibt es noch einen Stativadapter. Diesen benötigt ihr zum Allgemeinen, um das Mikrofon an dem Tischstativ festmachen zu können. Aber dieser Adapter kann natürlich auch dafür verwendet werden, das an einem gewöhnlichen Mikrofonständer anbringen zu können, wenn ihr zum Beispiel im Stehen irgendwas aufnehmen möchtet. Dann gibt es natürlich auch noch ein USB-Kabel und dieses ist jetzt nicht in der Low-Budget-Variante irgendwie 60 cm lang oder so. Ich denke mal, es ist zwischen 2 und 4 Meter. Ich konnte es noch nicht auspacken, beziehungsweise ich brauche es gar nicht auszupacken, da ich in unmittelbarer Nähe zu meinem PC sitze und circa nur 1 Meter Kabel brauche, um das vernünftig anzuschließen. Des Weiteren im Lieferumfang enthalten ist natürlich eine kleine Kurzanleitung, wie man denn das Standbein hier aufstellt und den Stativadapter verwendet und wie man das am PC anschließt und was man da alles noch machen muss. Und natürlich noch ein schöner AKG-Aufkleber in 8 cm Durchmesser. Jo, das war's eigentlich vom Lieferumfang. Kommen wir einfach zu den Spezifikationen, die ich euch jetzt vorlesen werde. Ich werde die Spezifikation jetzt einfach mal vorlesen und natürlich auch textlich hier im Video einblenden. Wenn ihr Fragen zu Begriffen oder sonstiges habt, guckt doch einfach mal bei Google am besten selber nach den Begriffen nach und lest euch das durch. Denn wenn ihr es hier in den Kommentaren schreibt, kann es sein, dass es halt erst spät beantwortet wird oder es kommen halbwahre Beschreibungen oder sowas, weil ich selbst habe auch nicht so die große Erfahrung damit und kenne mich da nicht so gut aus und kann somit auch nicht den besten Support dazu geben.
geben. Okay, ich beginne jetzt einfach mal mit der Arbeitsweise extern polarisierter Kondensatorwandler mit 17 mm Membranendurchmesser. Die Richtercharakteristik ist Niere. Der Übertragungsbereich liegt zwischen 20 und 20.000 Hertz. Der Vorabschwächungsfilter kann zwischen 0 und minus 20 Dezibel umgewechselt werden. Das ist übrigens der kleine Schalter, den ihr vorne auf dem Mikrofon auf der rechten Seite habt. Da könnt ihr halt zwischen minus 20 Dezibel und 0 wechseln. Dient einfach nur dazu, um laute Umgebungsgeräusche rauszufiltern oder Aufnahmen von ganz nah am Mikrofon nicht ins Unermessliche ausschlagen zu lassen, was die Lautstärke angeht. Dann hat das Ganze einen Bassabschwächungsfilter, 6 Dezibel Oktave, 120 Hertz. Der dient zur Filterung von Vibrationsgeräuschen und ja, kleineren Störgeräuschen, dass diese herausgenommen werden. Der Hebel für diesen Filter befindet sich auf der linken Seite beim Mikrofon vorne dran und kann dadurch halt diesen Filter aktivieren. Die Speisespannung wird durch USB versorgt, das heißt, das Mikrofon erhält seinen Strom ausschließlich über den USB-Port oder über das USB-Kabel. Die USB-Unterstützung ist bei 1,1 bzw. 1,1 und 2,0, also ihr könnt auch 2,0 USB für dieses Mikrofon verwenden. Die Abtastrate liegt bei 44,1 und 48 kHz. Ein Analog-Digitalwandler, hochwertiger integrierter 24-Bit-Analog-Digitalwandler, ist enthalten. Dieser sorgt dafür, dass das analoge Signal in ein digitales umgewandelt wird und somit direkt über das USB-Kabel an den PC gelangt, um halt die optimale Qualität liefern zu können. Das Oversampling ist 128-fach. Unterstützte Betriebssysteme sind Windows XP, Windows Vista, Windows 7 sowie macOS. Die Oberfläche ist matt grau-blau. Abmessungen: Durchmesser 53 mm, Länge 16,5 cm. Das Nettogewicht beträgt 460 Gramm, das Bruttogewicht beträgt 1050 Gramm. Ja, das waren die Spezifikationen zum Mikrofon. Wie gesagt, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, einfach bei Google mal nachlesen und schauen, was ihr da rausfinden könnt. Ja, dann hätten wir das auch. So, nun habe ich natürlich alles Wichtige zum Mikrofon gesagt. Den Sound konntet ihr natürlich auch hören, da das Video ja jetzt fast die ganze Zeit mit diesem Mikrofon hier übertragen wird und aufgenommen wird. Und ihr konntet euch quasi dann das Bild davon machen. Ich werde jetzt abschließend noch ein Resümee dazu ja, erläutern und auch sagen, wo man das herbekommt oder woher ich das habe, was das kostet, etc. pp. Und bevor ich das jetzt wieder hier zu lang ausfertige und bespreche, fangen wir doch einfach damit an, was ich denn von dem Mikrofon halte. Ja, ich finde es super gut. Ich habe es zwar eben erst bekommen und ich denke mal, ich muss hier noch ein bisschen was einstellen, aber ich finde den Klang super gut. Die Bedienung ist auch spitze, einfach nur anschließen und es läuft. Im Windows auswählen, dass es Standardmikrofon ist. Die Programme erkennen das auch sofort und ja, funktioniert alles super klasse. Die Verarbeitung und Verpackung ist wirklich spitzenmäßig. Ich denke mal nicht, dass das hier irgendwie schnell kaputt geht oder so. Und ich finde halt, es ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn man das in der Hand hält. Dann weiß man wirklich, man hat wirklich was, was diesen Preis auch wert ist. Ja, wo habe ich das Ganze gekauft? Ich wollte es eigentlich bei einem großen Musikhandel holen, habe da auch wegen Rabatten angefragt, zwecks Werbung. Da ich dann noch nicht mal eine Antwort da zurückbekommen habe oder so, werde ich jetzt hier auch nicht den Shop irgendwie nennen und noch Werbung dafür machen. Ich habe mich dann doch sowieso dafür entschieden, das bei Amazon zu bestellen. Da bestelle ich meistens was. Und ich hatte sogar Glück, da es nur noch zwei auf Lager gab, zumindest von dem Hersteller, wo es angeboten wurde, und ich somit ein richtiges Schnäppchen gemacht habe und nur 107, glaube ich, bezahlt habe. Normalerweise kostet das 157, also aktuell jetzt am 2. Dezember liegt es so bei 157 Euro. Das ist eigentlich gar nicht viel für ein Mikrofon in der Qualität, die es hier bietet und in der Verarbeitung. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen Geld ausgeben möchtet für eine gute Soundqualität und nicht unbedingt nur ein Headset haben möchtet. Ja, legt euch so ein Ding zu und kauft euch das. Ja, dann war es das eigentlich zu dem Video. Ich hoffe, es war ein gutes Review. Ich hoffe, ihr seid mit der Soundqualität jetzt zufrieden und ich kann meinen, ja, Videostandard noch ein bisschen anheben, dadurch, dass ich mich jetzt nicht mehr zu laut, zu leise anhöre und irgendwelche Töne oder so in der Ewigkeit verschwinden, wenn ich spreche oder manchmal ins Mikrofon hauche, was hier auch jetzt gar nicht mehr möglich ist, da das Ding ja nicht direkt an meinem Mund dran ist wie beim Headset.
Na gut, dann war's das zum Review. Die Soundprobe habt ihr gehabt. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ich konnte euch mit diesem Mikrofon begeistern. Und wie gesagt, meine persönliche Empfehlung an euch, holt euch das Ding, wenn ihr euch für ein Mikrofon in der Preisklasse interessiert. Ich sag Tschüss und danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bewertet, kommentiert das Ganze natürlich dementsprechend, was man oft vergisst. Also haut rein. Auf Wiedersehen.